Ja, servus Leute, zurück auf meinem Kanal bei Locke Spezial. Hinter mir sind zwei Leute, hier ist der Lukas. Wir machen wieder was. Die Frage ist, was? Also, wir sind zurück vom Similauen. Neues Video, neues Glück. Wer das Video vom Similauen Normalweg noch nicht gesehen hat, kann ich oben gerne nochmal verlinken. Wir sind jetzt gerade etwas oberhalb der Similauen Hütte. Gleicher Tag, gleiches Glück. Und ja, sind jetzt auf dem Weg in Richtung Bella Vista oder besser gesagt schöne Aussichthütte. Und wenn es das Wetter bzw. auch ja, die Kondition für heute noch hergeben sollte, dann würden wir höchstwahrscheinlich noch die Finalspitze mitnehmen. Die liegt ungefähr bei 3500 Metern und erreicht man über 2,3, 2,4 Kilometer entfernt von der Similauenhütte. Genau, wenn ihr jetzt Bock auf dieses Video habt, dann bleibt dran. Daumen nach oben nicht vergessen, gern auch ein Abo dalassen und ich würde sagen, bis später. Ja, wir sind jetzt hier auf einer relativ engen Fahrt auf Platten unterwegs. Vorhin war mal eine Kette drin, wo man sich hochziehen konnte, aber gut markiert. Man kann sich quasi nicht verlaufen und ja. So schaut es hier aus. Also der Übergang von der Similauenhütte zur Bella Vista ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das heißt jetzt nicht, dass es schwer ist, aber es gibt halt öfter mal eine Kette, eine Seilpassage, Seile, wo man sich auch festhalten muss oder kann. Ansonsten sind noch ein paar Schneefelder mit drin. Ja, also sehr anspruchsvoll, also für die Kondition auch. Wir merken es jetzt selbst. Nach unserem Gipfelerfolg von heute Vormittag. Ja, und jetzt muss ich erstmal schauen, wo es hier weitergeht. An der Ötzi-Fundstelle am Thiesenjoch und haben jetzt von der Similauenhütte bis hierher ungefähr eine Stunde gebraucht. Wie ich es schon angesprochen hatte, das ist ein sehr abwechslungsreicher Weg von der Similauenhütte hierher. Wir haben jetzt aktuell wieder mal Handyempfang, das heißt, wir können mal das Wetter gegenchecken. Ab 17 Uhr soll es gewittern. Jetzt hier unten dann über den Gletscher in Richtung Bella Vista gehen. Ja, Toni macht noch Seil fertig und dann geht's talwärts. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem nächsten Felsübergang, aber aktuell, ihr seht selbst, sind hier noch ein, zwei Spalten. Das war jetzt der ganze Weg so gewesen. Ja, ich habe mir einfach eine Tour runtergeladen, ne? Das sollte man eigentlich wahrscheinlich auch nicht machen. Wer weiß, von wann die war. Wir haben uns jetzt den besten Weg gesucht. Auf dem Schnee selbst geht es gar nicht. Man sinkt locker bis zum Knien ein. Also Schneeschuhe bräuchte man da auf jeden Fall. Und prinzipiell nehme ich an, dass da unten, wo das Schneefeld aufhört, der Übergang zur Bella Vista ist. Aber wir versuchen es dann jetzt hier vorn und schauen uns das dann ganz einfach mal vom Fels an. Ah.
Ja, hier nur Blankeis und da hinten seht ihr nochmal die ganzen Spalten. Also das war schon nicht einfach hier durchzukommen. Und hier unter dem ganzen Geröll ist halt Blankeis. Echt eine Katastrophe, aber wir sind jetzt erstmal halbwegs auf dem Fels. Und dann gucken wir mal nach oben, wo es da weitergeht. Also wir sind natürlich sehr optimistisch. Ne? So, jetzt sind wir hier abgestiegen. Dort oben. Und ja, es ist jetzt nicht mehr abkletterbar ab der Stelle, aber wir haben hier einen Stand, Abseilstand. Und da geht es dann weiter, über den Gletscher. Hinten ist ein Steinmangel. Und dann müsste man rein theoretisch schon die Bella Vista sehen. Und ja, weiter geht's. Ja, ich melde mich wieder. Also der Übergang von der Similaunhütte zur schönen Aussichthütte oder Bella Vista Hütte ist auf jeden Fall eine sportliche Sache. Zumindest wenn man querfeld eingeht und versucht abzukürzen. Ich weiß nicht, ob es schneller gegangen wäre, wenn man den offiziellen ausgeschriebenen Outdoor Active Weg gegangen wäre. Das waren 15 Kilometer. Keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, direkt von der Similaunhütte ins Tal abzusteigen, mit dem Auto nach Kurzrast zu fahren und dann wieder aufzusteigen. Weil das dauert normalerweise 4,5 Stunden. Und so lange sind wir jetzt auch schon unterwegs. Also ich werde die Tour definitiv nicht irgendwo hochladen, damit das jemand nachmachen kann. Ich empfehle es nicht, aber wie gesagt, wir sehen schon die Bella Vista über dem See. Es sind noch 2,7 Kilometer und Aufstiegshöhenmeter haben wir jetzt noch 119 laut Uhr. Also jetzt sollte es passen. Ja, behelfsmäßig die Standplatzschlinge als Klettersteigschlinge verwendet. Ist nicht die DAV-Norm, aber wir hatten ja auch kein Klettersteigset dabei. Also von daher, was will man machen? Ja, jetzt geht es hier runter und dann geht es halt wie gesagt rüber zur Hütte und das Schlimmste ist jetzt aber auch ad acta gelegt. Die beste Nachricht des Tages. Wir haben jetzt erstmals seit der Similaunhütte festen Boden unter den Füßen und die Hütte ist zu sehen. Bella Vista nicht mehr weit entfernt. Aber das war natürlich heute ein Höllenritt. Ne? An Betracht dessen am Vormittag noch den Similaun bestiegen, dann zurück zur Hütte und dann zur Ötzi-Fundstelle und ja, über drei verschiedene Gletscher, Abseilen, Klettersteig, unbefestigte Wege, nicht eindeutig beschilderte Wege. Also heute war wirklich alles dabei, was man unter Hochtour führen kann. Aber ist eigentlich auch ein gutes Gefühl, wenn man dann ungefähr nach 11 Stunden auf der nächsten Hütte ankommt. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir noch was zu essen bekommen und das Zimmer beziehen können. Ja, und nach dem Essen würde ich mich dann höchstwahrscheinlich noch mal melden, wenn ich es nicht vergessen werde. Ja Leute, frisch geduscht und gestärkt auf dem Zimmer in der Bella Vista. Der Übergang jetzt natürlich von der Similaunhütte zur Bella Vista war etwas schwieriger und wir haben es uns auch etwas einfacher vorgestellt. Rückwirkend betrachtet wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, über die Finalspitze über den Grat abzusteigen und dann über den Ferner zur Bella Vista zu gelangen. Aber naja, was will man machen? Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch die Tour gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne auch einen Daumen nach oben, Abo dalassen. Und wie gesagt, morgen geht es dann weiter in Richtung Weißkugel. Wir hoffen natürlich, dass da auch das Wetter hält. Bleibt also dran, es geht weiter. Bis demnächst. Ciao, ciao.